Hi, Thorsten hier. Wenn man in der Wildlife-Fotografie unterwegs ist, dann braucht man natürlich auch ein stabiles und gutes Stativ. Vor allen Dingen, wenn man da so eine Kamera-Objektiv-Kombination da drauf packen will, so wie ich das hier mache. Und was ich für ein Stativ nutze, das will ich euch in diesem Video mal zeigen. Mich hat schon oft die Frage erreicht, welches Stativ ich denn jetzt einsetze. Gerade wenn ich so verschiedenste Szenen aus meiner Wildlife-Fotografie zeige, dann seht ihr ja ganz oft auch mein Stativ. Und wie schon gesagt, ja, einige haben mich schon gefragt, ja, was setzt du denn da für ein Stativ ein? Die, die mir schon etwas länger folgen, die wissen, dass ich bisher immer dieses Tingteek Pyramid eingesetzt habe, mit erst dem Originalkugelkopf und später habe ich dann hier sozusagen diesen Flex-Shooter-Kugelkopf draufgesetzt, mit dem ich ja ziemlich zufrieden war, auch mit der Kombination insgesamt. Den Flex-Shooter Pro Kugelkopf, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Könnt ihr euch gerne hier nochmal anschauen, dieses Video. Heute soll es eigentlich ja eher um das Stativ gehen, an dem ich jetzt diesen Flex-Shooter Pro Kugelkopf angeschraubt habe. Während des Einsatzes dieses Kugelkopfes habe ich so ein paar Dinge festgestellt, die mir nicht so gut gefallen haben. Ja, der Flex-Shooter Kugelkopf, der bringt natürlich auch ein paar Nachteile. Also gerade wenn man den länger benutzt, fallen einem doch die ein oder anderen Sachen auf, die nicht ganz so optimal gelöst sind. Und eine Sache ist zum Beispiel, ja, diese Feststellschraube, wenn man diese benutzen will, um den Kugelkopf entsprechend in Waage auszurichten, damit man den gut benutzen kann, oder so wie das eben angedacht ist, dass man den so benutzen kann, wie das angedacht ist. Dann ist das mit dieser Schraube nicht ganz so toll gelöst, weil wenn ich diese löse und den äußeren Kugelkopf bewege, dann bewegt sich nicht nur die äußere Kugel, sondern der gesamte Kugelkopf. Also das heißt, hier unten, ja, da ist noch so eine Klemme, die dann sozusagen den Kugelkopf an der Befestigung ja mitbewegen lässt. Und das ist nicht ganz so optimal, gerade wenn man das ausgerichtet hat und dann noch ein bisschen wackelt, ja, dann verdreht man den ja wieder ein bisschen, den Kugelkopf, und dann kann es schon mal passieren, dass er nicht mehr in Waage ist. Weiterhin, wenn man diese Schraube nicht fest genug dreht, dann kann es tatsächlich passieren, dass beim Schwenken, gerade wenn man hier ein bisschen mehr Widerstand eingestellt hat für das Schwenken, dass dann ja sich der ganze Kugelkopf dreht, weil das hier mit dieser Schraube nicht ganz festgedreht wurde. Und dann muss man da ganz schön anbrummen und ganz schön festziehen und das wirklich mit extremer Gewalt, damit man dann sozusagen den Kugelkopf hier unten nicht bewegt. Um das zu lösen, habe ich mir ein Stativ gesucht, welches ja hier unten ja so einen eingebauten Kugelkopf hat, mit dem ich sozusagen ja den gesamten Kugelkopf unabhängig von dieser Schraube schön nivellieren kann, schön ausrichten kann, so dass ich den auch gut bewegen kann, ohne dass ich diese Schraube jetzt nutzen muss, weil ich eben genau diese Nachteile habe. Und dafür habe ich mir vor ja circa 4 Monaten oder 5 Monate ist es vielleicht schon her, habe ich mir hier das Tingteek Jumbo geholt. Das war zu dem Zeitpunkt gerade neu auf den Markt und habe mir das geholt, weil das preislich ja in meinen Vorstellungen war. Also es gibt natürlich auch noch andere Stative in dieser Größe mit dieser Funktion, die aber dann doppelt so viel kosten. Und ich habe mir gedacht, ja, warum soll ich doppelt so viel ausgeben, wenn ich ein Stativ bekommen kann, was sicherlich die gleichen Funktionen hat und nur halb so viel kostet. Und daher habe ich mich jetzt für dieses Tingteek Jumbo entschieden. Der Nachteil für mich, ich bin jetzt nicht ganz so groß, wenn ich das auf die höchste Stufe stelle, dann ist die Kamera hier oben. Also für mich eigentlich ein bisschen groß. Das heißt, die Beine, die muss ich dann unten immer ja ein bisschen wieder ein Stückchen reinstecken. Also ich kann das nicht ganz ausfahren. Ansonsten müsste ich mich auf den Hocker stellen und das will ich ja auch nicht. Also dieses Stativ, das wird hier sozusagen, wie schon gesagt, ja mit so einer Kugel geliefert.
Ähnlich wie man das von einem Videostativ oder Videoneiger kennt, da hat man ja auch so eine Kugel, die man dann hier unten einfach aufdrehen kann und dann entsprechend ausrichten kann. Der Vorteil bei dem hier ist zudem noch, dass man hier ja diese Feststellschraube, da werden zwei mitgeliefert, eine längere und eine kürzere. Die längere kann man natürlich viel, viel besser greifen. Ich habe jetzt hier die kürzere angeschlossen. Oder ja, ran gemacht, weil ich das Stativ natürlich auch bodennah verwenden will, so wie ich das früher schon mit den Thinktik Pyramid gemacht habe. Und diese Funktion wollte ich natürlich hier weiterhin behalten. Ne? Also das Stativ können wir jetzt auch ziemlich bodennah bringen und dann haben wir auch eine tiefe Position, ne? Weil wir ja in der Regel aus einer ja, tieferen Position fotografieren wollen oder anders. Nicht in der Regel, sondern wenn ich zum Beispiel Vögel am Wasser fotografiere, dann will ich natürlich auf Augenhöhe sein und dann bietet sich das natürlich schon an, dass man da ziemlich runter geht. Oder wenn man Tiere hat, die eben nicht so groß sind, dann bietet sich das auch an, dass man da ein bisschen runter geht. Ja, weiterer Vorteil gegenüber den Thinktik Pyramid aus meiner Sicht, die Stativ Beinaufnahme, die ist hier viel, viel breiter und somit steht das Stativ aus meiner Sicht auch viel stabiler als das Thinktik Pyramid. Ansonsten ist es ziemlich ähnlich. Ne? Also ihr habt hier auch hier diese ja, Feststellschrauben, mit denen ihr sozusagen die aus Carbon gefertigten ja, Beine ein- und ausziehen könnt. Ich habe das Stativ damals verglichen mit dem Gizzo-Stativ, was ja eine ähnliche Funktion hat. Hier fand ich eben vorteilhaft, dass man hier ja einige Teile mehr dazu bekommt und dass es am Ende nur noch den halben Preis kostet. Und ich habe das Gizzo-Stativ jetzt zwar nicht in der Hand gehabt, aber rein visuell und rein von den Werten, die man so im Internet lesen kann, sind diese, ja, ich sag mal, identisch. Ob das jetzt in der Qualität passt oder gleich ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dieses Stativ, das ist qualitativ wirklich hochwertig und das Geld absolut wirklich wert. Aktuell kostet das Stativ ca. 450 Euro. Am Montag habt ihr ja noch einmal Cyber Monday und vielleicht ist es ja dort in den einen oder anderen Shop sogar günstiger. Vor 2 Wochen habe ich ja so ein tolles Video gemacht, in welchem ich eine Audiofunkstrecke verlost habe. Der Vorteil für euch, das Video haben gar nicht so viel gesehen und somit sind die Gewinnchancen natürlich um viel, viel höher für die Einzelnen, die da teilgenommen haben. Was ich im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass die Aufgabe, die ich euch gestellt habe, viel zu schwer war. Da muss man sich schon ganz schön auskennen, um diese tatsächlich beantworten zu können. Die Aufgabe, die ich euch gestellt hatte, war, schreibt mir doch in die Kommentare, was ich da in dem Video ja als völlig falsch erklärt habe. Und um das einmal aufzulösen, ich hatte gesagt, dass die Comica Audiofunkstrecke, die auch zur Verlosung steht, Timecode unterstützt. Und das macht sie natürlich nicht. Keiner von euch hat die richtige Antwort gegeben, weil es einfach viel zu kompliziert war. Deshalb passe ich die Teilnahmebedingungen entsprechend an. Und alle, die ja irgendeine Antwort geschrieben haben, die nehmen jetzt an dieser Verlosung teil. Einige von euch haben geschrieben, dass das mit der Sichtverbindung nicht übereinstimmt. Ich will euch mal kurz sagen, was ich damit meine und das meine ich tatsächlich ernst. Also jetzt seht ihr ja hier die Funkstrecke und wenn ich mich jetzt rumdrehe, ja, okay, ich habe jetzt nichts gesagt, aber die direkte Sichtverbindung ist dann gestört und wir wollen einfach mal gucken, wenn ich mich jetzt weiterhin rumdrehe, ob denn ja die Verbindung abgerissen ist. Das werden wir dann später sehen, aber genau das passiert ganz oft. Also das heißt, wenn die direkte Sichtverbindung zwischen Kamera und dem Empfänger, andersrum dem Sender und dem Empfänger, nicht gegeben ist, weil mein Körper zum Beispiel dazwischen ist, dann ist ganz oft die Verbindung gestört. Selbst wenn ich nur den Arm davor nehme oder sowas, dann ist die Verbindung ganz oft gestört. Egal bei welchem Gerät.
welches ich da einsetze, ist das bei mir ganz oft passiert. Und das meine ich mit der Sichtverbindung. Also das ist kein Quatsch, das ist tatsächlich so. Ja, und wer hat jetzt gewonnen? Den Gewinner, den blende ich jetzt hier ein. Und der Gewinner, da möge sich bei mir direkt per E-Mail melden. Und dann können wir die Daten entsprechend austauschen, so dass ich dem Gewinner die Audiofunkstrecke nächste Woche schon direkt zusenden kann. Also das heißt, der Gewinner, wenn er sich rechtzeitig meldet, dann kann er nächste Woche natürlich die Audiofunkstrecke schon sein eigen nennen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet wieder was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt und das noch nicht gemacht habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch immer das beste und stabilste Stativ in jeder Situation zu wünschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.